J. Klaus. Wir haben ja noch nicht viel erkundet, gell? Nee, haben wir noch nicht. Nur unsere Umgebung. Ich Unsere finde es aber Sonne. irgendwie cool, vor allem weil das hier irgendwie so riesig wirkt alles. Ja, der Berg da ist irgendwie komisch. Also spitz. So. Dumm. Nö, das brauchen wir nicht. Nee. Auch blöd. Nein. Nein. Ist entnervt. Wir brauchen ja ein bisschen Sand für Glas. Das gehe ich aber rüberholen, damit wir hier unsere Idylle nicht zerstören. Gehe ich auf andere Seite der Welt. Ich laufe die ganze Welt in eine Richtung. Läufst nicht die ganze Welt ab. Doch. Warte auf mich. Ich Warte nicht auf laufe. mich. Pfeh, zum Versager wie dich warte ich nicht. Ich bin Versager. Ich habe heute noch nicht versagt. Doch, beim Modpack. Der Typ. Schnetzel. Kannst einen Ofen schon mal bauen und Kohle organisieren und. Mach gerade das Dach. Warte dann darauf, dass hier Monster spawnen. Ja, machst halt ein paar Lichter drauf. Mach mal bitte Lichter ins Haus. Ja, Kann ich ja. drauf, oben drauf auch, dann spawnt wenigstens nichts. Kann ich dann tun? Wenn sie spawnen. Wenn das Dach fertig ist. Mal einfach hier überall ein paar Lichtkügelchen hin. Kacken ein paar Würstchen rüber. Paar Würstchen, auf dem Dach muss das dann akkurat werden. Hier ist es egal. Eine Ziege. Alter, die hat mein Ding gefressen. Warte, du blöde Züge, du. Komm her. Was macht Mist eigentlich? Aussage. Dafür müsste ich dich schon töten. Warum, was macht denn? Sieht wirklich aus wie eine Doppeltür. Ist aber keine. Eben, sag ich doch. Eine simulierte Doppeltür. Muss auch sein, wenn sie schon nicht funktioniert. Daraufgang im Haus, ja, im Haus. Was für ein Aufgang. Was du laberst, Junge. Brauchen ja einen Dachaufgang. Jetzt sag Aber wer. dazu, dass ich jetzt zum Beispiel allein schon meine Servicearbeiten ausführen kann, auf das Dach gehen kann und dort Lichter platzieren kann. Oh, Und ich habe nur Serviceaufgang. noch 3 Stunden dafür Zeit. Ja, mach mal ab, ab, Junge. Ich muss auch noch nach Nicht so Hause. einfach bei Minecraft hier irgendwie was wieder will und ich das nicht will. Na, heute haben wir Dich und wenigstens Minecraft sind uns. ein bisschen besseren Ping zum Server. Ich habe 41. Habe 36 und das wollte ich eigentlich auch ändern, weil das momentan ja dunkelgrün angezeigt wird. Das ist falsch. Master Falsch ist Song. es nicht unbedingt, aber. Bist hellgrün oder was? Genau. Ja, Ja, aber dann. es frisst doch XP, wenn ich hier Licht mache. Also das geht fein. Ja, gratis gibt's gar nichts. Merkt ihr das? Nicht mal Saturn. Nein. Nicht mal bei Roller. EBA. Mediamarkt. Amazon. Nein. Geld. Alles Nein. Geld. Nein, 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 nein. Ich nicht gut. Nicht mal der Tod ist gratis, der kostet dich das Leben. Der Tod kostet durchaus auch 8.000 Euro. Ja, das war die billigste Variante.
Kommt immer drauf an, wie du stirbst. Am besten ist halt wirklich, wenn du vom Flieger fliegst. Ich Flieger. meine, wenn es keine Leiche gibt, musst du schon zumindest nett bezahlen, dass zum Beispiel die Leiche verbrannt wird. Kannst du nämlich eine leere Urne begraben. Ja, aber die Urne kostet ja auch was. Und Ja, das Grab aber an das sich auch. Verbrennen musst du nicht bezahlen. Ja, aber das Grab an sich kostet ja auch. Weil Auch dein wenn du Körper die. ja nicht da ist. Ja, dann machst du halt Seebestattung. Ist ja ganz günstig. Ja, hast dann eigentlich rein theoretisch eh, wenn du vom Flieger runterfliegst. Stimmt, Kommt nur noch Seebestattung. drauf an, wo du landest. Vor deiner Haustür. Oh. Eine Seebestattung ist ja eigentlich voll teuer, weil A bist du eingeäschert und dann musst du auch noch auf den See fahren. Ja, und dann musst du wahrscheinlich noch zahlen, damit du die scheiß Asche da reinwerfen darfst. Ja, das stimmt. Und das, na, dass du es überhaupt darfst. Das Problem ist ja, du, es muss ja überwacht werden. Das darfst du ja nicht einfach so die Asche kriegen. Keine Ahnung, warum. Deutschland darfst du ja nicht mal die Asche behalten. Die gehört dir ja nicht. Gehört dir dem Tod. Also im Staat. Das ist ja auch so eine irgendwie so komisch, das Ganze, ey. Komm. Eigentlich, wenn man sich so vorstellt, ist es eigentlich voll schräg. Ja, es gehört alles dem Staat, du hast kein Recht. Hast kein Recht dafür überhaupt Es irgendwas. gehört alles Merkel. Merkel, wir schaffen das. Schaut Natürlich. übelst geil aus, so ein riesen Panoramafenster. Was haben wir denn alles eigentlich? Alles an Glas. Ja, jetzt kommen mal einfach billige Glaspaneele rein. Von Achso, Opitz-Fenster. deshalb holst du Glas. Ja, warum Wir sollte hätten ich. Schießeglas. Sonst Glas. Ja, wir nehmen aber die flachen Gläser, da kriegen wir mehr raus. Der, wo du Auch sechs von hin tust. Schiffe, oder? Die gibt's normal auch, ja. Mal schauen. Wir können uns hier schon mal ein Schießel machen. Ein Schießel gibt es auf jeden Fall, oder das? Hast ein Bett mitgenommen, oder was? Ja, ich bin ja Vom gerade zu Eisen. Hause. Chest-Transporter. Müsste doch garantiert auch welche bessere geben. Gibt nur aus Eisen. Ich hab doch keine Ahnung. Ich auch nicht. Na, Doch rohes weil das Eisen. Problem ist, das ist eigentlich gar kein Problem. Ich bin da mal 2 Jahre unterwegs. Hast keine Türe zu Hause, oder was? Bist doch eh gleich reingegangen. Immer diese Bling-Ausreden hier. Ah, seitdem ich hier Ach, bin. jetzt ist er schon wieder besoffen. Nur weil ich hier gerade Gösser Radler trinke. Okay. Ja, bei dir muss man sich besaufen. Ach, der Typ. Müsst ja immer mit Alkoholleuten zusammenzuarbeiten. Ja, mit dir ist das schlimm. Also wir ziehen ja jetzt so um, offiziell. Naja, noch nicht unbedingt, aber wir bauen noch gerade ein Haus, also von umziehen ist da. Ihn trotzdem um. Früher oder später. Wenn nicht heute, dann morgen. Transporter mal ein paar bauen. Und dann nehmen wir mal ein bisschen was mit. Werden immer langsamer und verrecken immer mehr an Hunger und allem Möglichen, Hunger aber. wird ein großes Problem werden bei uns, das sage ich dir jetzt schon. Man glaubt es kaum, aber das Nahrungsmittel. Es wird schwierig, es wird War schwierig. falsch. Das muss da, das muss da. Ich bin schon für ein Haus. Da drüben ist noch eine Kiste. Ist denn da für ein Aufgang, ey? Ich will mich nicht fühlen. Also Jump Boost, Mining Fetcher, Hunger und Slowness. Gratuliere. Und halt alles Mögliche. Und jetzt verrecke ich halt so langsam an meinen Hunger. Weil du läufst halt so richtig langsam. Ich weiß gar nicht, wie viele Kisten. 7 Stück. Dann habe ich halt Hunger. Das ist halt das Schlimme daran. Und lauf jetzt übelst langsam. Schüssel hast du schon gebaut, oder? Nee. Noch nicht. Also. Bin unterwegs. Mit 7 Kisten. Also allen. Verrecke. So, kann man die. Was ist denn das jetzt? Ich habe ein Problem. Ich kann nicht springen.
Muss ich dir Stiegen vorbeibringen, oder was? Nee, hab ich selber. Ist halt wirklich so wie ein alter Mann, ich brauch wirklich den Steger. Er ist auch cool gemacht. Kannst halt gar nichts, Mann. Aber Hunger ist wahrscheinlich auch nur, weil das jetzt Holzzeugs ist. Die gehen beim ersten Benutzen kaputt und das sind halt nur Holz. Ja. Holzstäbe. Alf! Also die sind da nicht geordnet. Ja, erinnert aber. Haben wir ein gutes Eisen da? Also du sagst, ein Schüssel geht so. Nee, ist eine Schaufel. Da. Was ist das andere? Genau so. Moment. Moment. So, das ist dann der Eisen. Und du sagst, das kann man da rein tun. Nein, kann man nicht Glasbein rein tun. Gut. Glasscheiben, nicht nur normales Glas. Vollwertiges Glas. Machen wir auch noch einen Schüssel direkt mal. Sehr gut. Wie schaut es wegen Essen aus? Wir haben da normale Öfen. Stimmt, den anderen Ofen haben wir noch hin. So, dann Glas. Mein Bett habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo mitgesteppt. Können wir ja später alles umräumen. Wichtig ist nur, dass wir das mal hier. Du machst eh unser Frontfenster zu. Das passt eh. So, wir müssen erstmal sicher werden. Das ist das Wichtigste. Ja, ich hol dann mal den Rest. Ja. Ich offen. Na komm. Siedeln ist nicht so einfach, weil ich stiege da einfach mitten im Nichts. Einfach eine Stiege. Wie so ein alter Mann. Ist halt wirklich so. Ich brauche eine Stiege. Aber die Idee ist cool halt wirklich, dass du nicht springen kannst. Ja. Finde ich auch. So. Glas, Glas, Glas. Zack. So. Dann hier noch zu machen, da. Bam, bam. Och, scheiße, das. Ne. Okay, wir kriegen so Glasscherben raus, wenn wir Glas zertrümmern. Ja. Interessant, interessant. Das stimmt wohl. Zwar sind die Fenster jetzt mal einfach nur willkürlich hier gesetzt, aber. Es ist immerhin ein Fenster. Andere haben Durchzug. Problem ist, ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, dann kann ich ihn wegschmeißen. Wir haben hier eh noch zwei Eisenkisten. Die müssen auch noch mit. Ja, dann schmeißen die Kisten rein. Ja. Mach ich auch. So. Das. Nein, schon wieder falsch gesetzt. Falsch abgebaut. Das sollst du doch nicht. Ach Gott, schon wieder falsch. Gab late, mein Junge. So. Wir haben halt hier einen Obsidian. Erstmal unsere Erzdinge. Ja, den Obsidian haben wir ja für unsere Dings gehabt, Maschine da, gell? Ja, Erzverarbeitung. Kann man diese Maschine einfach abbauen oder geht sie kaputt? Nein, man kann sie abbauen. Weiß es ja nicht. Das siehst du spätestens, was du abbaust. Hab ich ja. Was damit passiert? Ist erhalten geblieben. Oh. Brauchst nicht irgendeine spezielle Ranch oder sowas. Wo hast du eigentlich Diamantspitzhacke? Ich hab sie. Kannst ja mal vorbeikommen, wenn du Zeit hast und mal den Obsidian mitnehmen. Oh, kann ich machen. Was machen wir mit den zwei Kisten jetzt hier? Ja, nimm sie mit. Statt leeren. Ja, und ich muss sie ja irgendwie rüber transportieren. Ja, du bist halt von den normalen, also von den Eisenkisten in die normale Kiste und transportier drüber. Ja, ich würde einfach mal versuchen, das Zeugs zu bauen. Vielleicht geht's ja auch. Kannst den alten Mann wieder begleiten. Oh, es geht. Es geht. Die alte Mann. Komm nie wieder in mein Haus.